Hallo meine lieben Damen und Herren und willkommen zu meiner neuen Folge von Sherlock Holmes Trials and Punishments. Jetzt können wir hoffentlich anfangen, das Experiment zu starten, indem wir gucken, ob die Draisine wie ein Zug sich anhören könnte. Kann ich mit dir reden? Okay. Ich möchte mir durch. Bitte, please, lass mich gehen. Dankeschön. Machen wir auch so Schuhhub und so alles. Okay, was ist meine Aufgabe jetzt eigentlich? Genau, achso, was muss ich da jetzt genau machen? Die Draisine zusammenhängen, bauen wir die Draisine wieder zusammen, um zu sehen, ob es das für einen Zug halten könnte. Aber theoretisch kann ich ja jetzt hier nicht. Ah, doch, ich konnte da nochmal drauf tippen. Und I should use benutzen. the appropriate object here. Achso. Ach, jetzt muss ich das zusammenbauen. Okay. I Mal should gucken. use the appropriate object here. Was ist denn? Passt doch. Bin ich doch ganz sicher. Herr Radachse. Was stand denn da sonst drin? Bin ich komplett dumm? Das ist hier Holzstumpf. Handhebelschneider. Ist hier. Wo habe ich eigentlich zweimal davon was hier? Okay, was ist das hier? I should use the So, appropriate da ist noch, object fehlt dir noch here. ein Gegenstand. Kleines Zahnrad. I should use the appropriate object here. I should use the appropriate Was war das object eigentlich? Ein here. Holzstumpf? Brauche ich das eigentlich hier, das Zahnrad? Kann ich denn nicht? Was ist das? Einer Zahn für ein kleines. Oh, really? Da stand es? Mein Gott, das habe ich nicht gelesen. Handhebelanschluss. Was ist das? Handhebel, genau, da ist es. Nein, ich wollte es nicht zurücklegen. Ich will es hier raufpacken. So, genau. Wie das aussieht. Und I should use was the muss ich hier? appropriate Achso, hier muss noch ein object Gegenstand here. finden. Okay, das ist ja bestimmt nicht schwer. Wartet mal. Einfach mal hier durchlaufen, durchgucken. Alles. Eine Bremse. Ja gut, Bremsen kann ich auch immer benutzen. I Kann ich should das hier use the entpacken? Nein, kann appropriate ich object nicht. Kann, here. es hätte sein können. Hier ist keine Bremse. Was ist denn hier vorne? Nein. Ja, wo soll ich denn das denn hinlegen? Man braucht doch bestimmt eine Bremse, oder nicht? Diagnose, nein, braucht man nicht. Ach, hier ist ein Holzbrett. Ja, Leute, das habe ich doch nicht gesehen. Na, bitte hier hinlegen. Ja, theoretisch sieht es doch fertig aus. Kann man es doch nutzen. Achso, man kann es noch drehen, genau. Und hier kann ich da noch die Bremse hinlegen. Hier das Rad. Wusste ich jetzt selbst nicht, dass man es noch drehen kann. Ey, ich bin nur manchmal auch so ein richtiger Spast. So, now here we have the fake train that we saw approaching Evesham Station last night. Doesn't look much like a train to me. Be patient, Watson, I haven't finished yet. Try using your imagination. Our train requires only a headlight and a steam whistle. I'm so sorry, ich find's einfach zu witzig. Oh mein Gott, was ist das? Was wird da noch benötigt? Nee, dann habe ich das auch erstmal, okay. Hallo, ich will es wegmachen. Ich will dieses F-Move nicht mehr. Kann ich hier noch was nehmen? Okay, hier ist noch was. Das nehme ich noch alles mit. Am besten nehme ich einfach alles mit. Das kann vielleicht nicht verkehrt sein. Was ist das eigentlich? Okay, gut, den brauche ich auch noch. Brauche ich noch hier was? Was ist das? Nehme ich auch mit. Ich nehme hier einfach alles mit jetzt. Das behalte ich alles. Ich habe ja so gesehen, kann ja schleppen, so viel wie will. Ansonsten machen wir es Dr. Watson, dann schmeißt der nochmal drauf. Kann ich nochmal irgendwas. Und zwar Hinweise? Ne, Hinweise sehe ich jetzt erstmal keine. Okay, dann gehen wir los. Näher rankommen, die untersuchen. Und The dann kann ich long alles pole hinpacken. is now the headlight, is it Habe ich. not? The steam. Und habe ich. It is element. Müsste ich ja eigentlich alles haben. Ne? Now Vorher habe ich let einen us see what we Feuerlöscher have. mehr. Kann ich das jetzt schon machen? Kann ich jetzt mit jemandem noch This reden? Robinson fellow seems suspicious to Der me. Robinson, ja, ist ihm sagt, mehr gibt es hier nichts zu tun, oder? Kann jetzt nicht. Also kann ich hier noch was drücken? Nee, gut, da passiert nichts. Kann ich. Was ist das hier eigentlich? Feuerlöscher? The steam whistle is ready to be Okay, ach used. so. Dann jetzt noch auftippen. Noch irgendwo was? Glaube nicht. Da kann dieser das hier kann ich hier noch mal nehmen. Das ist gut. So, was ist meine Aufgabe jetzt so? Muss ich mal kurz gucken. Wieder die Dämon hier der Draisine scheint mit unserem Rätsel zusammen zu hängen. Bauen wir sie die Draisine wieder zusammen, um zu sehen, ob man Zug halten könnte. Naja, hallo, ich habe es doch gerade probiert. Naja, ist doch alles fertig oder bin ich jetzt komplett lost? Nein, nichts. Warum komme ich jetzt nicht raus? Hallo? Ich muss hier gerade so untersuchen. Kann ich noch mal so? Nee, ich kann nicht so drücken.
Er bringt mir auch nichts gerade. Oh, ich habe mich gerade erschrocken. Ich dachte, was ist das denn für eine Leiche? Aber das war alles gut. Hä? Watson, the criminal mind can be most inventive. I am somewhat in awe. So, such a thing is possible. If someone went to all the trouble of creating this fake train, then it was surely with the intention of stealing the real one. Ah, Watson, you should not jump to conclusions. In fact, this does not tell us very much at all, except that the train did not evaporate into thin air. Although you half suspected it. Huh. At any rate, we now need to find where the real train might be hidden. I suggest we use my archives to find a more detailed map of our surroundings. Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab. It made us extremely unpopular with our driver. Endlich, dass ich das nicht gesehen habe. Oh mein Gott. Okay. Kann ich das beides zusammentun? Ja, kann ich. Verschwand früher. Der Zug kam nie in Evesham an. Er verschwand bereits vorher in Evesham. Selbst hat jemand eine Zugattrappe eingesetzt, die aus der Draisine und Zugersatzteilen vom Bahnhof in Chesterfield. Okay, dann müssen wir mal weiterschauen. Was ist der nächste Auftrag? Lösen Sie das Rätsel. Ja, ja, ich löse es. Ich bin dabei. Ich löse das Rätsel. Wenn ich jetzt, wann dann? Ich rede nochmal mit dir. Okay, gut, du willst wieder deine Uhr haben. Oh, warum will ich? Warum gehe ich auch überhaupt immer hier rein? Geh weg. Geh weg. Geh weg. Stell dich bitte dahin. Sei bitte ein Sim und stell dich hier genau dahin, wo. Stell dich hier hin, wo ich stehe, okay? Dankeschön. Nein, was tut denn? Mann, du hasst mich. Mann, lass mich doch raus. Du bist es bestimmt gewesen mit dem Zugverschwinden. Darf ich raten? Komm bitte. Herkommen. Fein. Nein. Was machst du? Ich will da raus. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Kannst du bitte zurückgehen ein bisschen? Wenigstens ein kleines bisschen? Du stellst dich aber auch mitten im Gang rein. Watson, was machst du denn? Oh, ich wünschte, er wäre nicht so dämlich. Komm her. So, jetzt bitte. Oh, 10 Jahre später, ich hänge hier immer noch fest. Oh mein Gott. Komm nicht raus. Freund, helf mir mal bitte. Sag mir mal, wie ich den Typen hier loswerde. Oh mein Gott, ich möchte ihn genauso loswerden wie der Zugfahrer. Ah, ganz vorsichtig, ganz. Ich möchte hier raus. Jetzt kam ich hier raus. Oh Mann, wahrscheinlich. Okay, alles gut. Ja, jetzt bin ich ja trotzdem noch durcheinander. Wo muss ich jetzt hin? Jetzt habe ich es vergessen. Ja toll, er hat mich so geärgert. Was soll denn das? Gut, dann, was kann ich tun? Was kann ich tun? Ich werde ja bestimmt auch gerade nichts finden. Ja doch, beim Mann. Was müssen wir? Jetzt müssen wir nur noch die richtige kombinieren. Okay, jetzt müssen wir gucken. Wo wir die Karte, wo müssen wir hin? Muss ich gerade überlegen. Das müsste doch das sein. Here it is. There is a side branch to the railway. Its first switch is located between Bridlington and Chesterfield stations. There is one more station to be visited. It is located between Chesterfield and Evesham. And there should be a side railway to the nearby quarry. There is a small section of a railway at the end of Evesham station. Also, kann ich jetzt entscheiden? Okay, jetzt kann ich nichts entscheiden. Was kann ich jetzt tun? Okay, jetzt müsste ich ja Eisenbahn. Eigentlich muss ich gerade gucken, Bahnhof und Eisenbahnweiche. Oh, eigentlich müsste ich bestimmt erstmal fahre ich mal zum Bahnhof. Wäre aber noch die. Schade, ich konnte jetzt nicht noch Herleitungen. Das kann ich aber jetzt schnell tun. Hinweise? Gibt keine. Okay, ja, ist gut. Ich suche gleich. So, was haben wir denn hier für ein? Oh, jetzt wird es ja noch anstrengender hier und immer schwerer. Gut, dann gehe ich mir einfach hier nochmal überall drum rumschauen, um zu gucken. Oh, mein Gott. There's a flooded area over here. I believe that the flooded area. Ich will das mir noch nicht anschauen. Ich will erstmal noch reden, beziehungsweise schauen, ob da irgendwas drin ist. Oh Gott, was ist hier los? Ja, nein, ich gehe hier einfach raus. A funny character. He looks anxious. And he is not an Englishman. Das habe ich gerochen. Was ist das hier? Wir retten schon mal.
finde das jetzt anfassend. Mm. This scent is familiar. Okay. Okay, oh, jetzt kommt das wieder. So. Ja, eigentlich. Ich muss gerade nur überlegen, was das ist. Es sieht, ich wollte gerade sagen, es sieht aus wie ein Sombrero. Also, was ist dann das eigentlich? Gott. Ja, wie gesagt, sowas kann ich eigentlich gut puzzeln, muss ich behaupten. Aber irgendwie kriege ich es nicht. Hallo, was ist mit meinem PC gerade passiert? Der konnte gerade irgendwie nicht Ding sein. Doch, ich bin noch ganz knapp, oder? Doch so. Wie soll ich das Ding denn hier hinpacken eigentlich? Blick. Das ist ja eigentlich Bäume. Also ich. A greenish brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. Ricardo. You already know the name of this man? Holmes, you amaze me. No, Watson, I refer to the cigar. It is a Ricardo Tarrant, a Mexican cigar of an excellent quality, quite an expensive one, too. Oh mein Gott, Watson. die bringen mich immer mehr zum Lachen. Oh mein Gott, was steht da? Da ist ein Stück Papier. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Nehme ich mit hier. Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. This ashtray is full of ash and cigar stubs. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old. That means that the fellow spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveler or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. So wie. Ich hier noch irgendwas. Was ist denn das hier eigentlich? Okay, da ist schon mal nichts. Oh mein Gott, da hab ich mich erschrocken. Mann, diese blöden Pflanzen. Ich hasse Pflanzen. Was ist das hier? Newspaper articles on horse racing. Hurdle, steeplechase and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. Noch irgendwas, was ich wissen sollte? Nein, hier ist sonst nichts. Warum ich mir das jetzt angucken musste, weiß ich jetzt selber gar nicht. A telegraph. Bringt das mir eigentlich die ganze Zeit, so einen Telegraph anzugucken? Sag jetzt mal ja. Ohne genaueres zu sagen. Muss ich denn jetzt nochmal hin? Da lang muss ich. Guck mal kurz hier rein. Genau was finde. Ah ne, hier war ich ja schon. Bra. Okay, nächste Tür. Ja gut, immer lieber nochmal 20 Mal gucken, anstatt ich dann wieder irgendwelche Thematiken verpasse. Wow. Watson, ich dachte gerade, wer bist du denn? Bitte schön. Und traurig, wir sind so Partner und ich kenne dich, erkenne dich einfach nicht. Frag dann so, wer bist du? Woher kommst du? Okay, du. Ja gut, mit dir kann ich ja auch noch reden, aber beziehungsweise ich würde auch gerne mal in dieses. Okay, ins Gebäude kann ich nicht rein. Okay, schade. Bestimmt als, werde ich hier noch als Einbrecher bezeichnet. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can tell you about last night. Okay, so dann gucken wir dich nochmal ein bisschen an. Du hast aber schon wieder deine ordentlichen Klamotten. Nein, doch, nein, doch. Keine Amtsuhr.
Komisch, 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 mein Freund. Was hast du zu verbergen? It appears that you may be at risk of some flooding along the line here. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because according to my map, there should be a quarry here, and behind that, the lake. How should I know? I only arrived here a few months ago. And where did you work before that? I was working in Nottingham. But I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain. Fahrgäste? Did any passengers leave or board the train last night? No. I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph. Just the same as all the other nights. Mexicana. There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? Goodbye, sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry. Instead, we can check the beach area around the flooded lake. Kannst du bitte weiterbewegen? Dankeschön. Wie gesagt, ich muss doch mal echt noch mal gucken, ob da nicht doch noch was drin ist, weil wie gesagt, dieses Handsymbol, eigentlich müsste ich ja theoretisch irgendwas mitnehmen können von dem Zeug. Da ist doch irgendwas. Ach. Okay, dann mache ich hier, warte mal, ich stehe mal noch irgendwo schön hin. Ah, da kommt Daniel ran, ne? Genau. Den schubse ich nochmal weg. So, dann mache ich hier erstmal einen kleinen Cut. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da oder einen netten Kommentar da oder auch ein Abo. Das würde Sherlock Holmes und Dr. Watson mit Sicherheit sehr freuen. Bleibt schön gesund und ciao.